herzlich willkommen auf meinem Bildschirm. Mein Name ist Michael Anger. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr eine Toronto Bridge oder Fingerhutbrücke oder auch Stumpfbrücke herstellen könnt. Also eine Brücke, auf der anschließend Kronen zementiert werden können. Das heißt eine Gingiva mit Stümpfen. Das Ganze kann sitzen auf Teleskopen, auf Implantaten, also zum Beispiel in einer All-on-4, All-on-6 Lösung. Und hierzu legen wir an reduziertes Wachs ab für jeden Zahn, unter dem sich eine Geometrie befindet, also ein Primärteleskop zum Beispiel oder ein Implantat. In diesem Fall befindet sich hier ein Teleskop. Bei virtuelle Gingiva konstruieren empfehle ich euch jetzt die obligatorische Einstellung, das heißt, ihr müsst die machen, und bei Voxup scannen sagt ihr nein, Voxup digital herstellen, weil ihr wollt ja eine eigene Aufstellung hinzufügen. So, separater Gingiva Scan, ja, den haben wir in diesem Fall, und einen separaten Situ Scan haben wir in diesem Fall auch, ja. Ein Implantat befindet sich hier nicht für die Software, da wir nicht mit Schraubkanälen arbeiten wollen. Ich bestätige das jetzt für den Zahn 4.3 mit OK und setze das mit der Shift-Taste fort bis zum Zahn 3.3. Für jede Anatomie, die ich aufstelle, unter der sich keine Geometrie befindet, also ein Stumpf oder ein Implantat, benenne ich Voxup Pontic. Wie gesagt, die Situation oder die Position der Zähne ist hierbei egal. Die Software rechnet jetzt nicht, wie wenn ich auf Stümpfe bei Kronen aufstelle, die Anatomie zu den einzelnen unter der Anatomie befindlichen Geometrien hinzu, sondern belässt die Position so, wie ich sie mir wünsche. Um das zu verdeutlichen, speichere ich das einmal und starte hier die CAD. Was wir jetzt also hier sehen, ist einmal der Situ-Scan, dann die Gingiva und die Kieferscan-Daten. Ich habe hierzu schon den Renishaw-Scan in den Unterkiefer hineingematcht. Wie das funktioniert, seht ihr natürlich in anderen Videos. Das wollen wir jetzt hier nicht nochmal wiederholen. Wichtig dabei ist nur, dass wir hier keine Scan-Schatten haben, sondern die Primärteile sauber dargestellt sind. Da die Software beginnt mit einem Situ-Scan-Position korrigieren, das ist hier nicht nötig. Wir sehen wunderbar anhand der Modellränder, und das empfehle ich euch immer, die nicht zu sehr zu beschneiden, die Situ-Scans, einfach um einen Vergleich zu haben, ob die Situation richtig sitzt. Wir überspringen das und klicken einmal weiter. Jetzt setzen wir die Präparationsgrenzen für jeden einzelnen Zahn, wie gehabt. Ich habe jetzt mal ein paar Zähne übersprungen und den letzten Zahn noch. Jetzt werden die Kronenböden generiert, und wie in der Teleskoptechnik üblich, sehe ich jetzt zu, dass ich hier meine richtigen Ausblock bzw. meine richtigen Radialparameter habe, um hier die richtige Friktion für mein Teleskop zu erzeugen. Axial lasse ich natürlich aus. Ich benutze den Pinsel und die Shift-Taste, um hier meine Teleskop-Friktionsflächen sauber zu definieren. Na, komm hierher. So. Und die bestmögliche Ausnutzung meiner Friktionsflächen zu ermöglichen. Auch das habe ich jetzt einmal für euch vorbereitet. Ihr seht also, die Deckel der Teleskope sind mit einem Zementspalt versehen und die Friktionsflächen sind weitgehend ausgenutzt. Wichtig ist, dass die obere Kante mit Zementspalt gefasst ist, damit ihr hier nicht nachträglich an euren Teleskopen ausschleifen müsst. Für die Ränder reicht es mir, hier einen horizontalen Abstand von 0,2 zu haben. Die Unterschnitte werden hier ausgeblockt, und zwar auch im Bereich der Präparationsgrenze, für den Fall, dass ich hier irgendwo zu lang geworden bin.
Den Fräsendurchmesser empfehle ich für Sekundärkonstruktionen immer mit 1,3 und sage hier einmal anwenden. Ihr seht natürlich hier in dem Bereich, wo wir sehr, sehr grazile Kanten haben, wird natürlich eine kleine Auswerfung stattfinden, damit der Fräser dort die Spitze des Primärstumpfs erreicht. Diesen Platz muss ich einfach opfern. Wir klicken einmal auf Weiter. Die Mindestdicken werden generiert und die Zahnaufstellung wird vorbereitet. Jetzt gehe ich hier erstmal auf den Kettenmodus. Auf einen Antagonisten haben wir hier komplett verzichtet, weil ich habe hier eine Voraufstellung. Das heißt, im Mund wurde zunächst eine Aufstellung vorbereitet und einprobiert, sodass ich mich an dieser Voraufstellung oder Situation ausrichten kann. Ich wähle den Kettenmodus, setze mir erstmal den einen distalen Kontaktpunkt. So. Durch Aktivieren dieses Punktes bleibt dieser Zahn oder dieser Kontaktpunkt jetzt dort erhalten, wo ich ihn hingesetzt habe. Jetzt mache ich das gleiche mit dem zweiten Kontaktpunkt. Einmal hier und auch hier aktiviere ich einmal diesen Punkt. Jetzt nehme ich mir die Frontzähne, ziehe die hier in mein Situationsmodell hinein. So. Und Moment. Jetzt aktiviere ich das hier mal und setze mir einmal hier die Zähne an die Position, die sie haben sollten. Ich sehe hier schon, mein Situ war nur aufgestellt bis zum 6er, also um hier ein gleiches Ergebnis zu erzeugen, verlängere ich jetzt einmal hier und das gleiche mache ich hier auf der Seite. Ich habe mich hier entschieden, bis zum 7er zu gehen. So, jetzt habe ich die Zähne schon in der richtigen Größe und der richtigen Proportion an sich aufgestellt und jetzt brauche ich nur noch herzugehen und auf einfach diese Zähne schön in der Position des Situationsmodells zu setzen. Ich mache das hier etwas akkurat, weil ich euch zeigen möchte, dass ihr hier auch anschließend die Kronen direkt aus dieser Aufstellung heraus generiert, um diese Toronto Bridge anschließend mit Kronen zu versorgen. Das werden wir dann in einem zweiten Video benutzen, um diesen Fall zu komplettieren. Ich bereite das einmal weiter vor und blende euch ganz kurz aus, um euch nicht zu langweilen. Ich habe jetzt einmal also die Zahnaufstellung der Situation angepasst. Wer aufgepasst hat, hat gesehen, in der Startmaske hatte ich angegeben Stumpfpositionen von, Moment, da schalten wir doch mal gerade um, 3 bis 3. In der Realität ist es aber so gekommen, dass hier auf der einen Seite der Stumpf zwischen 4 und 5 steht und auf der anderen Seite ebenfalls. Sodass also die tatsächliche Position, auch hier dieses Einsers, der zwischen zwei Stümpfen steht, oder hier dieses Zweiers, relativ oder vollkommen egal ist. Ja, das ist ja immer das größte Problem bei Implantataufstellungen, dass die Implantate eben oft nicht wirklich einem Zahn zuzurechnen sind und somit die Anatomie vollkommen verworfen wird. Wenn ich das Ganze als Wax-Up aufstelle, passiert genau das nicht. Wir klicken einmal auf Weiter. Ihr seht, jetzt kann ich die Zähne modifizieren und verändern und kann jetzt hier Zahnbereiche oder ganze Zähne nochmal in Position verändern, ohne dass eine Zurechnung an die Stümpfe stattgefunden hat. Das ist sehr, sehr wichtig für mich, um hier nicht jetzt gegen Verwerfungen, die die Software gerne machen möchte, ankämpfen zu müssen. Ja? Also jetzt passe ich in diesem Bereich einmal meine Zähne noch besser dem Situationsmodell oder dem Situationsscan an. Auch das mache ich mal wieder für mich alleine und blende euch hierfür ein bisschen aus, damit ihr euch nicht langweilt und weiterkommt im Thema. So, ich habe mich jetzt hier dabei darauf konzentriert, die Interdentalräume schön zu schließen
und die Länge der Kronen auszuformen, um nachher den Gingiva-Verlauf schön designen zu können. Ja? Mir geht es jetzt nicht darum, dass ich hundertprozentig dem Situ anlege, sondern damit die Stumpfgestaltung anschließend ja, der definitiven Kronenform einigermaßen entsprechen kann. Ja? Also hier die Interdentalräume relativ schön geschlossen, hier vielleicht noch ein bisschen mehr. So, und damit die sich hier oben nicht überschneiden, gehe ich nochmal auf Anpassen und sage approximal einmal die Durchdringungen abschneiden. So dürfte das eigentlich vernünftig werden. So, jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Die Pontics werden wir jetzt noch nicht an die Gingiva anpassen. Das ist in diesem Arbeitsschritt, wobei, why not? Why not? Machen wir uns da schon mal ein bisschen Platz. Also einmal Pontic an Gingiva anpassen. Ich sage jetzt mal 0,6 und einmal an Gingiva anpassen. Und einen Schritt weiter. An den Situscan werde ich das jetzt nicht anpassen, weil sonst würde die Software versuchen, hier die kompletten basalen Bereiche aufzufüllen. Das würde mir nicht gefallen. Also überspringe ich diesen Schritt jetzt einmal. Jetzt kommen wir zur Ausrichtung der Gingiva-Anteile. Und hier können wir uns an die Einschubrichtung der Teleskope halten. Das heißt, so, ich sage jetzt einmal Blickrichtung gleich Einschubrichtung und definiere mir wie immer diese Ansicht einmal, damit ich sie wieder aufrufen kann. So sollte das gut funktionieren. Jetzt findet die Berechnung der Unterseite statt, also quasi der Auflagefläche der Gingiva. Die Software wird jetzt die Frage stellen, ob eine durchgehende Gingiva oder einzelne Gingiva-Bereiche erzeugt werden sollen. In dem Fall möchte ich natürlich eine durchgehende Gingiva erzeugen. Wir sehen jetzt hier also die Aufstellung unserer Zähne und können vordefinieren, wo die Gingiva in etwa auf dem Kiefer aufliegen soll, also quasi die Basis unserer Prothese. Ich rate euch, das nicht zu klein zu machen, lieber ein bisschen zu groß. Das Ganze ist nachher schnell beigeschliffen, wenn da irgendwas nicht so sein sollte, wie wir es eigentlich gerne hätten. So, der Michael verspielt sich gerade. Und wir ziehen einmal die Gingiva-Linie. Auch das habe ich mir erlaubt, jetzt ein bisschen vorzubereiten. Mit einem Doppelklick wird diese Gingiva aktiviert. Man hätte auch auf Anwenden klicken können und berechnet entsprechend der Einstellungen, die hier vordefiniert sind. Wir schauen uns dieses erste Ergebnis einmal an. Und ich muss sagen, das habe ich schon schlechter gesehen. Ich finde das jetzt gar nicht so verkehrt. Ich würde sagen, das haben wir nicht so schlecht gemacht. Jetzt gehen wir einmal auf Weiter. Jetzt kommt die Ausformung der Gingiva. Ihr könnt natürlich über Frei auf- und abtragen arbeiten oder glätten. Und ihr könnt über anatomisch arbeiten, kleine oder große Bereiche verziehen. Hier achte ich jetzt ein bisschen drauf, dass ich das Gingiva-Design etwas der Voraufstellung anpasse. Das heißt, ich ziehe mir einfach diese Bereiche hier, die Papillen, etwas dahin, wo ich sie gerne später hätte. Es kommt ja noch darauf an, ob wir da nachher nochmal Kunststoff aufbringen wollen oder ob das komplett so monolithisch bleiben soll. Ja, das sieht jetzt nicht so schlecht aus. Hier würde ich die Fassung etwas größer machen. Also ich will jetzt quasi die klinische Krone etwas fassen, damit mein Stumpf nachher hier herauswachsen kann. So, auch das mache ich einmal komplett umlaufend. Ebenfalls wichtig ist mir hierbei, ich blende die Situ mal aus, dann seht ihr das etwas besser, dass hier die Mindestdicke über den Stümpfen vernünftig gefasst ist, weil ihr seht im Prinzip, die Gingiva stellt jetzt anschließend
Teile der Sekundärteleskope dar, ja, sodass also hier die Mindeststärken überall erreicht sein sollten. So, auch gucken, dass hier alles dick genug ist. Und hier auch wieder die Mindeststärke schon über die Gingiva sauber herstellen. Die Software macht es zwar anschließend sonst von selbst, aber erstens kann das zu Berechnungsfehlern führen und zweitens habe ich dann nachher so hässliche Beulen da drin, die will ich doch gar nicht. Also mache ich das direkt vernünftig, dann habe ich mir das als Nacharbeit erspart. So, wenn ich jetzt der Meinung bin, ich habe meine Gingiva-Bereiche überall so angepasst, wie das nötig ist oder wie ich mir das später vorstelle, dann klicke ich einmal auf, Moment, habe ich noch was übersehen? Nö, doch, da, eine Mindeststärke. Das da und das da möchte ich etwas weiter gefasst haben. So. Ja, bei so einer größeren Arbeit darf man schon zweimal hingucken, ob man nicht was übersehen hat, weil sonst heißt es doch wieder zurück und nochmal verändern. Also lieber gleich vernünftig. So, dann klicken wir einmal auf Weiter. Jetzt kommt das Schrumpfen. Ihr seht also jetzt hier, die Gingiva ist jetzt als feststehendes Material. Je nachdem, welche Zahnbibliothek ich jetzt verwendet habe, kann ich hier unterschiedliche Schrumpfformen